Ja, ein herzliches Willkommen mal alle anwesenden Pressevertreter. Vorletzte Pressekonferenz in der laufenden Saison. Das vorletzte Heimspiel des TuS N Lübbecke gegen den THSV Eisenach endete 24:16 vor 1609 Zuschauern. Ich begrüße zu meiner Linken den Trainer der Gäste, Herrn Christoph Jauernig, zu meiner Rechten unseren Trainer Aaron Zierke und der Gästetrainer mit seiner Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, ich möchte drei Glückwünsche loswerden. Als erstes natürlich Glückwunsch an den gesamten Verein, an Aaron und sein Team zum Aufstieg. Zweiter Glückwunsch natürlich zu dem Sieg heute. Und einen kleinen Glückwunsch an meine kämpferisch stark auftretende Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir ja auch entgegen vielen Erwartungen heute nochmal auch dagegen gehalten haben, trotz des hohen Rückstandes. Ich habe gesehen, dass die Jungs auch in der zweiten Halbzeit nochmal an der Disziplinschiene ein bisschen draufpacken konnten. Das hat uns sicherlich in ein, zwei Situationen in der ersten Halbzeit gefehlt, um dann noch ein bisschen besser zu spielen. Wir haben in der ersten Halbzeit vor allen Dingen im Überzahlspiel heute keine guten Lösungen gefunden. Und natürlich hat man auch die Qualität, den Qualitätsunterschied mit den Nettelstädtern heute klar gesehen, dass wir heute klar unterlegen waren in vielen Bereichen. Von daher geht das Ergebnis in der Höhe vollkommen in Ordnung. Matthias hat natürlich heute mit seinen 10 Toren viel Verantwortung im Angriff übernommen. Nikola hat wieder versucht, im Abwehrbereich das zu organisieren, was natürlich jetzt auch bei der Anzahl der Gegentore völlig in Ordnung war. Sebastian Brandt dann zweite Halbzeit im Tor hat uns gut dabei unterstützt und nochmal geholfen. Und ja, auch die jungen Leute haben probiert. Mir ist schon völlig klar, will ich aber nochmal auch hier an der Stelle sagen, dass so eine Leistung, wie Jonas Richard letzte Woche abgerufen hat, natürlich das ist, was er am Optimum kann. Aber der Unterschied zu vielen Leuten, die hier im Kader Nettelstedt stehen, ist eben, dass er das noch nicht jede Woche bringen kann. Und er heute sicherlich vor allen Dingen in der Überzahlentscheidung erster Halbzeit den einen oder anderen Fehler gemacht hat, was natürlich auch mit der schlauen Abwehrspielweise der Nettelstedter zu tun hat. Also von daher, aus meiner Sicht ist das ein Ergebnis, was mit unserer Rumpftruppe im Rahmen geblieben ist, weil wir uns gewehrt haben bis zum Schluss, diszipliniert waren bis zum Ende und auch in der Konstellation natürlich in Ordnung geht, weil Aaron heute das bessere Team hatte und die haben das auch vernünftig gemacht und entsprechend deutlich auch uns geschlagen, muss man auch klar sagen. Also nochmal Glückwunsch dafür. Vielen Dank. Ja, Christoph, vielen Dank. Aaron, deine Einschätzung zum heutigen Spiel? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich glaube, wir haben hier über das ganze Spiel eigentlich gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben auch in der ja doch etwas spärlichen Besetzung, sage ich mal, eine richtig gute Leistung abgerufen. Ich glaube auch, dass der Sieg durchaus noch hätte höher ausfallen können. Muss mein Kollege mir nicht böse sein, aber ich bin ein bisschen verwundert über 4 Seemeter für euch und keinen für uns. Da hätte ich mir schon das eine oder andere Mal auch gewünscht, dass wir auch nochmal ein bisschen Hilfe bekommen, sondern halt auch den korrekten Pfiff vielleicht kriegen. Aber gut, mein Gott, wir haben, denke ich mal, hier wirklich unsere Leistung gebracht. Wir haben zwischenzeitlich halt doch mit 11 Toren auch geführt. Eben, das hätte ich mir ganz gerne schon gewünscht, dass wir das bis zum Ende durchziehen. Andersrum sage ich nochmal, wir haben die Woche über Gasse gegeben im Training. Die Jungs sind müde, sind platt. Dann halt doch ein, zwei Alternativen weniger. Ja, wir haben das heute auch wieder gut gemacht mit Tim auf der Mitte, auch mit Pontus auf der Mitte. Mussten da halt so ein bisschen tricksen, in Anführungsstrichen. Aber kriegen das doch insgesamt sehr gut hin. Und von daher nochmal top. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch die letzten Spiele eben alle gewinnen will. Die möchte Spaß haben. Sie haben Spaß am Handball, das zeigen sie auch. Dazu dann auch eben die Zuschauer, die hier bei bestem Wetter hier in die Halle gekommen sind, auch wieder für eine super Stimmung gesorgt haben. Und von daher will ich jetzt auch kein weiteres Haar suchen. Und wir haben den 30. Sieg eingefahren. Das ist schon eine Zahl, die man sich durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Das ist, glaube ich, schon für die Saison eine recht souveräne Zahl. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir das so geschafft haben und eben auch heute nochmal 2 Punkte mehr eingesackt haben. Danke. Ja, jeweils eine ganz ausführliche Einschätzung von beiden Trainern. Gibt es darüber hinaus noch Fragen von den Pressevertretern über die Einschätzung der beiden Trainer hinaus? Das ist nicht der Fall. Dann wende ich hiermit die heutige Pressekonferenz. Allen noch einen schönen Abend, einen sicheren Nachhauseweg und bis zur nächsten Woche.